Tumulte und Diskussionen. Doch der Reihe nach. Spitzenspiel. Der Dritte gegen den Ersten. Der Sportclub Inhauser Moos gegen die Spielvereinigung Feld-Moching. Beide Mannschaften mit nur einer Niederlage in 24 Spielen. Und beide wollen natürlich aufsteigen. Die Gäste stehen mit komfortablem Vorsprung auf Tabellenplatz 1. Mit ersten Ballgewinn in Blau von rechts nach links verlieren schnell den Ball. Er kommt zu den Gastgebern, zu Thomas Ackermann. Doch das noch ein harmloser Versuch. Dann mal fällt Moching mit einem Freistoß. Radosch in die Mauer und dann ins Aus. Es wird hart gekämpft, es wird viel gekämpft. Das Spielerische bleibt ein bisschen auf der Strecke. Dann nach 10 Minuten, Jamil Touré fällt, keine gute Ballannahme. Doch was macht denn Marco Harm da? Zu Recht, die rote Karte von Schiedsrichter Michael Hintermeier. Da bringen auch die ganzen Beschwerden nichts und völlig unnötiger Einstieg von Marco Harm. Keine Chance, an Ball zu kommen. Senzt Ding armen Jamil Touré einfach um. Die Inhauser und das Publikum natürlich unzufrieden. Trotzdem mit guter Moral. Hier mal Christian Legrand mit einer Flanke. Und der Ball kommt wieder zu Thomas Ackermann. Und da hat nicht viel gefehlt. Knapp über den Kasten. Und wieder Freistoß von Mislav Radosch und fast ein Eigentor von Georg Medal. Und die Spielvereinigung natürlich mit mehr Druck. Und der Ball kommt hier zu Mehmet Köse. Und es ist das 0:1. Riesenfreude bei den Feld-Mochingern. Verdiente Führung nach der ersten Hälfte. Die Zuschauer natürlich nicht zufrieden. Böse. Mit Beschimpfung Richtung Schiedsrichter. Feld-Mochings Trainer Karakaya ist es egal. Und seine Mannschaft mit viel Zug aus der Hälfte zurückgekommen. Traumkombination, Kahn auf Merkert. Doch, was macht der denn da? Er bleibt am Torwart Nils Neumann hängen. Wollte er ihn absichtlich tunneln oder war es eher Zufall? Auf jeden Fall ein lascher Abschluss. Und es ist wieder Neumann mit einem super Abstoß. Der eingewechselte Mario Bauer. Bauer setzt sich stark durch. Aufschrei mal wieder, es war ein hitziges Spiel. Und dann der Schuss von Christian Legrand doch in die Arme von Maximilian Dörsch. Und weiter die Gastgeber. Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Patrick Dietl hier. Wieder guter Versuch, doch drüber. Und wieder Mehmet Köse. Schöne Technik. Gut gesehen, dass der Torhüter zu weit draußen ist. Und da fehlt auch nicht viel, aber eben doch ein halber Meter. Und dann ist wieder Schiedsrichter Michael Hintermeier im Fokus. Gerangel. Da wird geredet und geschubst. Und Sie können es ahnen, wieder eine rote Karte gezückt. Diesmal für den eingewechselten Maximilian Kopfmüller. Nach dem Spiel berichtet er uns, er soll seinen Gegenspieler an den Haaren hochgezogen haben. Das eine klare Tätigkeit und verdientermaßen rot. Und es wird nicht besser. Wieder ein unnötiges Foul. Diesmal Patrick Dietl an Fernando Ernesto. Er bleibt liegen, er schreit. Doch bei aller Liebe, diese rote Karte, die er hier auch noch zückt. Der Michael Hintermeier. Die ist übertrieben. Wir gucken uns noch mal die Zeitlupe an. Natürlich unnötig harter Einsatz, aber gelbe Karte hätte es hier mehr als getan. Ein Angriff von der Seite, da. Er kommt einfach einen Schritt zu spät. Diese Karte zu viel. Und dann 7 Feldspieler gegen 10 Feldspieler. Wieder Neumann mit einem langen Ball. Und dann wird es richtig kurios. Das ist, ja, es ist die albernste Schwalbe, die ich je gesehen habe. Gucken Sie sich das an. Gabriel Lauria
springt einfach in Mislav Radosch rein. Und wer macht das Tor? Manuel Stangl. 7. Minute der Nachspielzeit. Ausgleich in einem hitzigen Spiel. Und Stangl weiß, bei wem er sich bedanken kann. Ja, ich habe unseren Gabi gesagt, dass er sich fallen lassen soll. Das hat er dann super gemacht. Und ja, ich habe dann nur noch am Schiri geschaut und der hat die Pfeife im Mund gehabt und der musste meiner Meinung nach auch pfeifen. Ja, habe ich mir das Ding geschnappt. Schießt meistens immer links unten und da heute auch wieder hin. Ja, positiver Ausgang für uns. Ja, positiv, dass bei diesem Spiel anscheinend niemand verletzt wurde. Und die Gäste aus Feldmoching ärgern sich, sind aber nicht mehr von den ersten drei Plätzen in der Tabelle zu verdrängen. Und auch die Gastgeber haben noch gute Chancen auf den Aufstieg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.